Yo, und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Leute. Schön, dass ihr da seid. Hey Steffi, Seifo, Flori, Big Daddy. Oha, Nero Grom ist auch wieder da. MPM ist da. Mark Iceblade, schön, dass ihr alle da seid. Mr. Warm, moin moin. Adio 28. Pascal ist auch wieder da. Moin moin. Ach ja. Ja, ich habe überlegt, ob ich heute ein bisschen länger streame, Leute. Heute vielleicht mal ein bisschen mehr streamen, wäre doch auch mal was. Wir fangen erstmal ein bisschen mit Terraria an. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was anderes mache oder ob ich nur Terraria mache. Müssen wir mal schauen. Ghost of Pain, grüße ich. Moin moin. Okay, dann wollen wir mal schauen. Snickers. Moin moin. Dass wir loslegen. Der gute Boster wird natürlich weitergespielt. Und natürlich spielen wir wieder in Barcelona. Im Expert-Mode, Leute. So, ich habe übrigens meine Einstellung noch mal ein bisschen geändert. In der Hoffnung, dass es dann nicht mehr laggt. Ich hatte Multi-Core nicht aktiviert. Das ist natürlich ziemlich doof, dass es nicht aktiviert war, obwohl ich Multicore habe. Keine Ahnung, was da los war. Was ich schauen wollte... Haben wir noch... Natürlich habe ich keinen Gravity Potion. Das ist natürlich schön. So, wir haben ja hier eine schöne Ordnung gemacht. Deswegen bei Enemy Drops... Haben wir da eine Feder? Nee, natürlich nicht. Warum sollten wir eine Feder haben? Ich würde gerne nämlich... Da komm, dann gehen wir erstmal auf die fliegende Insel. Wir haben gestern die Hermes Boots gefunden, wie ihr hier gerade eindrucksvoll sehen könnt. Yay, wir gehen ab. Hoffe ich jedenfalls, dass wir jetzt abgehen. Und dann schauen wir mal. Oh nein, du hast mich geslowt. Dafür bist du sterben. Sorry. Und dann schauen wir mal, wie wir zurechtkommen werden heute. Und was wir alles heute machen werden. Ich habe mir vorgenommen, eigentlich Skeleton zu besiegen, muss ich sagen. Wird ja eigentlich mal langsam Zeit. Ich habe nochmal gegoogelt wegen den Fire Blossoms. Die scheinen wirklich zu blühen. Und zwar immer bei Sonnen... Jetzt weiß ich, habe ich es wieder vergessen. Ich glaube Sonnenuntergang. Oder Sonnenaufgang. Und die Waterleaves, die blühen immer, wenn es regnet. Müssen wir also mal ein Auge drauf haben. So, ab auf die fliegende Insel, ein paar Federn sammeln. Hoffen wir mal, dass ein paar Harpien hier der Party bei join. Aber da bin ich schon, eigentlich guter Dinge. Siehst du, da ist doch die erste scheiß Harpie schon wieder. Kackviecher. Ich hasse euch. Egal, wir müssen her, damit wir ein paar Federn finden. Da ist die erste. Sehr schön, ist der erste Gravity Potion, glaube ich, schon so gut wie drin. Ich weiß nicht, was wir da noch für brauchen. Ah, du Sausack, ey. Ausweichskills gleich 0. Na komm, flieg da durch. Und es ist ein neuer Tag angebrochen. Das bedeutet, wir können den guten alten Angler auch wieder nach einer neuen Quest ausquetschen. Der hat wieder was Neues für uns. Das ist ja auch so eine Sache, die wir in letzter Zeit ziemlich gerne machen. Steffi verteilt Schilder, oder wie sehe ich das? Sehr gut, so lobe ich mir das. Der wandelnde Händler ist gerade wieder in die Stadt gekommen. Mal gucken, was er diesmal verkaufen will. Der will immer nur das schnelle Geld machen bei uns im Dorf. Oh nein! Ja, dafür haben wir sie jetzt aber gut ranbekommen. Und wieder eine Feder gedroppt. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das die Chance erhöht wurde auf Federn. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Zwei Federn jetzt schon so schnell. Das ist nice, ist das, ne? So, da oben kommt die nächste Harpie. Moin sehen. Wie geht's Ihnen, Harpie? Frau Harpie. Harpien sind immer weiblich, oder was? Ich weiß es gerade gar nicht. Doch, in der Mythologie sind Harpien doch weiblich, oder? Wie vermehren die sich denn? Weiß man das? Keine Ahnung. Granz, hast du schon die Hollow-Rüstung? Sieht irgendwie nicht so aus, würde ich mal sagen. Ist auch schwierig, wenn man noch nicht im Hard-Mode ist, muss ich mal gestehen. Da kommen schon die Harpie, wer ist ja wohl noch erwischen? Alter! Stirb, danke. So, Feder haben wir auch wieder.
Na komm, wo bleibt ihr denn? Mein Pad ist wieder da, cool. Mein Imb ist aber nicht da. Die Anzeigen hier sind geil, ne? Finde ich cool gemacht. Ja, geil. Richtig gut daneben gehuckt. Huah! So, wo bleiben die Harpien? Hallo! Ich habe doch eigentlich nach einem Date gefragt. Wollen die nicht? Keiner will mich. Vielleicht habt ihr ja Bock, heute ein bisschen länger zu bleiben. Wie gesagt, ich wollte heute ein bisschen länger streamen mal, zur Abwechslung. Hab sogar überlegt, ob wir nicht einfach mal zusammen Pizza bestellen. Wäre irgendwie cool. Ah, da oben ist der wandelnde Händler. Moinsen! Was brauche ich nochmal? Nee, hä? Den kann ich das gar nicht fragen. Der Lifeform Analyzer, den haben wir schon, den haben wir hier. Dann haben wir hier Pad Thai. Minor Improvements to All Stats. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Khaleesi? Hä? Keine Ahnung. Fez ist ein Vanity-Item, brauchen wir nicht. Stopwatch haben wir hier auch schon stehen. Und den Zementmixer. Habe ich den schon? Wo hatte ich die Dinger reingetan? Hier sind Potions. Ja, Zementmixer haben wir auch schon. Der hat also nichts von Interesse für uns. Brian? Moin, grüß dich. Gravitation. Fire, Blossom, Deathweed, Blinkroot. Ach du heilige Scheiße. Fire, Blossom, Deathweed. Oh shit, ey. Könnte schwierig werden. Fire, Blossom haben wir genau noch eine. Ich muss in die Hölle gehen, definitiv. Blinkroot ist kein Problem. Ach, hier hätten wir die Federn drin gehabt. Scheiße, nicht aufgepasst. Oh Mann. Hey Lyre, hallöchen. Schön, dass du da bist. Moin moin. Und eine Dayblume haben wir noch gefunden. Oh, ich glaube, der Eismann fährt hier gerade. Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob man das hört. Herrlich. Deathweed haben wir eigentlich auch genug. Wir brauchen halt Fire Blossoms. Okay. Ja, ich bin gespannt, wann die hier endlich mal wachsen werden. Oder meint ihr... Meint ihr, die haben hier vielleicht einfach zu wenig Licht? Wie wäre es, wenn wir hier mal einfach eine Lampe mit hinsetzen? Obwohl hier, die wachsen ja auch alle. Ist ja eigentlich hell genug, ne? Oder meint ihr, wir sollen hier überall mal Licht hinmachen? Können ja mal schauen, ob das das Wachstum irgendwie beeinflusst. Kann es mir zwar nicht vorstellen... Aber packen wir hier mal ein paar Lampen hin. Einfach nur, weil wir es können. In der Hoffnung, dass es dann alles hier ein bisschen schneller wachsen wird. Ich glaube da aber nicht dran. So, okay. Dann lasst uns kurz den Höllenfahrstuhl benutzen. Ah, ich finde unsere neuen Behausungen schön. Also das haben wir richtig geil gebaut gestern. Die Griechenland-Gedächtnis... keine Ahnung, wie man das hier nennen möchte. Und hier unten unsere kleine Höhle, wo wir alles zusammenzimmern können. Unsere Workbench und so haben wir da reingepackt. Oh, das hier muss ich schließen, ey. Ich krieg Blitzherpes. Jedes Mal falle ich hier runter. Halt, stopp! Jetzt rede ich. Den Angler nochmal schnell fragen, was er für eine neue Quest hat heute. Neuer Tag, neues Glück. Pascal, kann ich dir wieder Paysafe schicken, Grants? Kannst du gerne auf jeden Fall machen. Lass uns das, wenn du noch ein bisschen länger bleibst, lass uns ein Momentchen warten. Obwohl, ja, im Prinzip kannst du es sonst auch jetzt machen. In den Caverns, den Demonic Hellfish, den habe ich sogar noch mal, glaube ich. Aber wir fangen ihn einfach noch einmal. Kostet ja nichts. Wo ist die Angel überhaupt? Hier. Habe ich Würmer noch im Inventar? Hat da. Sehr schön. Schick die Paysafe Card am besten so wie letztes Mal, Pascal, würde ich sagen. Wenn du sie schicken möchtest. Dann am besten wieder übers Flüstern. Entweder. Oder über die persönliche Nachrichtenfunktion. So. Ich habe übrigens schon mal angefangen. Comet ist zwar gerade nicht hier, wir können es ja trotzdem mal erzählen. Ich habe angefangen mal zu schauen für die Top 5 Donation Liste. Da ist schon einiges zusammengekommen, muss ich sagen. Krasse Sache. Und so wie es aussieht, es kommt da wirklich mit Abstand. Muss man mal
so ehrlicherweise sagen, mit Abstand der am meisten gespendet hat bisher. Und da kam eine ziemlich stattliche Summe zusammen. Mehr dazu, wenn ich alles zusammengesucht habe. Es ist ziemlich viel Arbeit, weil ich seit letztem Jahr Januar quasi alle Donations durchgehe und aufschreibe, eine Liste erstelle, von wem was ist. Manche Leute spenden ja auch zum Beispiel, sag ich mal, Darky spendet manchmal als Darky und manchmal als Dark Morwind. Und Combat Toast spendet manchmal als Combat, manchmal als Rocket Boom MC, hast du nicht gesehen? Ja, also die Leute denken sich immer wieder neue verrückte Namen aus, deswegen ist es ein bisschen Arbeit, alles so zusammenzusuchen. Und da bin ich noch nicht ganz fertig geworden. Aber das kriegen wir schon hin, denke ich. Lyrik geht eine Ecke anschreien. Warum denn eine Ecke? Das ist ja langweilig, das interessiert die ja gar nicht. Schrei den Chat an. Die können das ab. Was ist denn los, Lyre? Alles okay bei dir? Bombfisch haben wir gefunden. Specularfisch. Komm, ich will doch nur diesen dämonischen Kackfisch haben. Ist das denn so schwer? Oder wo die angehen? Ich will die Quest abschließen. Ein Stinkerfisch. Ich glaube, Depth hat ein Free Weekend heute, Leute. Ich glaube, Depth kann man dieses Wochenende gratis spielen. Oh, wir könnten uns mal überlegen, ob wir morgen Depth zusammenspielen, Community-Style-mäßig. Vielleicht mache ich morgen einen Stream. Das wäre doch mal eine Idee. Oh! Lyris Mutter hat ihr den Laptop weggenommen. Das ist mies. Warum das denn? Was hast du gemacht? Schrei mich an, ich verkrafte das, genau. Ich bin hart im Nehmen. So, komm schon, dieser... Ey, das ist doch nicht wahr. Ich hab doch sonst immer so einen Lack gehabt mit den Quest-Items. Die Quest-Fische, wo sind sie? Wooden Crate schon wieder. Moin, Dirty Harry, grüß dich. Ravensteam, moin moin. Das ist eigentlich eine geile Idee, Leute. Dass wir vielleicht Depth spielen am Wochenende, weil das ist momentan kosten... Also, es hat ein Free Weekend, da könnt ihr es euch anschauen, gratis. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr es mir gerne in den Chat reinschreiben. Moin, Tischi, grüß dich. Oh, wieder viele Leute hier, ey. 2 Uhr nachmittags und schon 90 Leute, ey. Ihr seid cool. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, so langsam, ich weiß gar nicht. Irgendein Bundesland bekommt doch jetzt auch wieder Ferien, ne? Glaube schon. Moin, X-Kai. Grüß dich. Robocraft habe ich, glaube ich, schon mal. Da ist er endlich. So, jetzt teleporten wir uns mal ziemlich schnell nach oben. Bevor die Quest nachher hier gar nicht mehr aktuell ist. So, lieber Angler. Ich habe eine Quest abgeschlossen und wir haben Crate Potions bekommen. Na, Prost Mahlzeit. Dann können wir den Angler-Ohrring jetzt auch wieder ausziehen. Und jetzt gehen wir in die Hölle, ein bisschen Fireblossoms suchen. Österreich hat Ferien bekommen. Ah, okay, alles klar. Niedersachsen hat jetzt Ferien. Nee, halt, Niedersachsen? Ich dachte, Niedersachsen bekommt erst recht spät dieses Jahr. Ich bin dieses Jahr auch wieder auf der Gamescom, MPM. Bist du auch wieder da? Sehen wir uns wieder, oder? Hoffe ich, dass du wieder ein schönes T-Shirt anhast. Ich werde wieder alle Tage da sein. Donnerstag und Freitag mit Steffi. Oh yeah, sehr viele Glowing Mushrooms. Die sollten wir immer mal wieder mitnehmen. Denn wie wir alle wissen, die kann man für den Hard Mode später ziemlich gut gebrauchen. So. Take all Glowing Mushrooms. Right. Bayern hat, glaube ich, erst richtig spät Ferien, oder? In Bayern sind sie meistens am spätesten dran.
Die müssen am längsten warten meistens. Oh, ein Undead Miner. Den könnten wir mal fertig machen. Vielleicht droppt er irgendetwas vom Mining Equipment. Wenn wir gerade schon mal hier den sehen. Warum nicht? Ha! Oh mein Gott, hab ich einen Luck. Massive Bone Pickaxe. Ja, inzwischen ist die jetzt nicht mehr so toll. Wir haben ja schon eine bessere Sache. Aber wow, die ist jetzt nicht so häufig, das Item, sag ich mal. Das findet man nicht auf Anhieb. So, langsam wird es hier schon ein bisschen Lava-mäßiger. Und welcome to hell. So, jetzt müssen wir nur noch ein paar Fire Blossoms finden. Halt dich fest. Sehr gut. Kann ja nicht sein, dass die Fire Blossoms hier einfach nicht wachsen wollen bei mir. Ich brauche euch, Fire Blossoms. Ey. Es ist irgendwie... Hellfire Arrows. Ach, da fließt gerade Lava rein, oder was? Frag mich nicht, wo die hergekommen ist. Das ist halt, das ist kein schönes Gebiet, muss ich ehrlich sagen. Sehr wenig Asche. Und wie wir alle wissen, Fire Blossoms wachsen halt nur auf Asche, ne? Vielleicht müssen wir sonst mal nachhelfen. Und selber ein bisschen Asche da unten hinlegen. Robocraft, was wollte ich sagen? Gute Frage. Ich habe das bei irgendjemandem mal gesehen. Ich glaube, bei Tyska habe ich das mal gesehen. Ich glaube, die hat das ein bisschen gespielt gehabt mal. Sah interessant aus, aber ich weiß nicht, ob es meins ist. Wow, ich wurde da reingezogen. Und... Ah, hier ist eine Hellforge. So, jetzt katapultieren wir uns mal hier rüber. Tja, woohoo! Like pro. So, also in der Hölle kommen wir wirklich recht gut zurecht, muss ich sagen. Aber keine Fire Blossom hier, das ist doch nicht normal. Hier wollen ein paar Fire Blossoms wachsen. Aber sind noch lange nicht fertig. Oh, Mann. Und zack. Halt, stopp. So. Oh, nicht geklappt. Keine Ahnung, was das gerade für ein Viech war. Aber es hörte sich an, als ob es verreckt ist. Und das ist dann ja schon mal ganz gut eigentlich, ne? So, der gute Bone Serpent hier. Oha, jetzt müssen wir hier unsere ganzen Kräfte nutzen, damit wir hier rüberkommen. Haha, Bone Serpent. So geht's da nun nicht. Da, eine Fire Blossom. Sauber. Endlich eine Fire Blossom gefunden. Huah! Ah, die Dämonen kommen. Ah, du dreckige Höllenfledermaus. Da oben. Ja, ein paar Fire Blossoms. Da auch noch eine. Die sehen, warte mal. Sehen die ein bisschen anders aus? Die sehen nicht mehr so schön aus, habe ich das Gefühl. Erst wenn die... Nee, keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung, aber davon jede Menge. Okay, hier ist nichts von Interesse. Ah, diese scheiß Dämonen da draußen, die nerven. Hier, wir schlagen dich mit deinen eigenen Waffen. Wie findest du das? Ziemlich ärgerlich, oder? Get wrecked! So. Wow! Woohoo! So, hier würde ich gerne rein. Und rein mit uns. Sehr schön. Aber nee, wir sind noch nicht im Hard Mode, Leute. Immer mit der Ruhe. Wir wollen ja hier nichts überstürzen. Ah, oh Mann, ey. Hat er mich aus dem... Sag mal. Brennt in der Hölle. Also, in der Hölle sind wir schon. Jetzt müsst ihr nur noch brennen. Danke. Sehr viel Krimskrams, was hier so drin ist, überall. Hunter Potion. Hellstone brauchen wir eigentlich nicht mehr.
Fire Blossom Seeds wären halt auch ziemlich nice one. Aber irgendwie habe ich kein Glück. So, hier gab es wieder eine Fire Blossom. Sehr gut. Und juhu, Lovebox. Ah, oh, ein Coin Portal. Yay. Renn in der Lava. Ciao. Oh, warte mal, wieso habe ich denn so wenig? Ach, ich bekomme die ganze Zeit Schaden, wenn ich darauf gehe. Ich bin auch ein Honk. Ich bin ein richtiger Honk. Weil ich habe den Obsidian Skull nicht mehr an. Oha. So, Dämon. Tot. Krass, wie viele Sachen wir hier finden, oder? Wie viel Gold wir finden, das ist schon heftig. Expert, ey. Like an Expert. Und hoch mit dir. Die haben neue Updates gebracht in Robocraft. Ah, okay. Zockst du viel Robocraft, oder? Hört sich so an, als ob du dich mega gut auskennst, nämlich. Ah, guck mal hier. Noch ein zweiter ist da oben. So, Toad. Da siehst du, der Toad. Tut das wieder weh? Ne, tut nicht weh. Okay, ich glaube, wir können auch gleich abhauen. Ich glaube, wir haben erstmal jetzt ein paar Fire Blossoms gefunden. Genügend, um uns Gravity Potions herzustellen. Schade halt nur, dass ich keine Seeds gefunden habe. Boah. Und... Huah, haben wir geschafft, ey. Like a Pro. So, guck mal, hier wächst auch eine. Das gab schon eine Fire Blossom. Wurde da irgendwas verkackt? Die sah doch jetzt nicht so aus, als ob man die schon ernten könnte. Guck mal, wie klein die sind. Und die kann ich trotzdem schon ernten. Das finde ich merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war doch früher nicht so, oder doch? Keine Ahnung, Leute. Nur so um die 500 Stunden hat mein Blaster gespielt. Das ist ja nichts. Ne, im Ernst, ja, das ist schon, 500 Stunden ist schon nicht schlecht. Da denke ich mal, hat man einiges erlebt schon in dem Game. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir Terraria gespielt haben, Leute. Ich glaube gerade mal 200. Oh, ein Water Walking Potion. Was kann ich dafür denn wegtun? Vielleicht die vier Spinnenweben. Danke. Wir haben ja notfalls noch Peter, fällt mir gerade ein. Peter nimmt gerne Items für uns. Wie viele Fire Blossoms haben wir denn? 12. Na komm, das reicht erstmal. Das reicht erstmal. So, jetzt können wir hier überall Quickstacken. Also dieser neue Quickstack ist einfach nur pornös. Zack, ab nach oben mit uns. Hier können wir auch nochmal einen Quickstack machen. Boom! Und schon ist das halbe Inventar wieder leer. 22 Fackeln, die können hier hin. Wir haben noch einen Magic Power Potion. Der kommt hier rein. Wir haben Spelunker, die behalten wir erstmal drin. Die Bone Eggs, die können wir verkaufen eigentlich. Brauchen wir nicht. Die Crates können wir nochmal öffnen. Oh, Platinum Barren haben wir gefunden. Danger Sense Potion. Und ein Umbrella. Ich weiß nicht genau, was ich mit dem Umbrella soll. Kann man den... Nee, kann man nicht. In Dingens tun. Damit fällt man.